Servus miteinander. In der letzten Folge haben wir mit Hilfe eines Metalldetektors einen Goldring gefunden und wir wussten ja nicht, ob es dem Bauern gehört oder nicht. Nach kurzer Nachfrage hat sich eben ergeben, dass er dem Bauern nicht gehört hat. Aber wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm Bier angeboten, wir haben gemütlich miteinander ein bisschen und dann auch ein bisschen gequatscht und dann hat er mir so erzählt, ja, er hat da ein Waldstück, das mega interessant ist. In dem Wald war früher Napoleon Bonaparte. Hatte dort eben auch sein Lager gehabt und in dem Wald hat er schon mittlerweile einige Musketen gefunden, sprich Waffen, die 200 Jahre alt sind. Ich blende euch mal ein Bild dazu ein. Wir sind heute gemeinsam in diesem Wald unterwegs. Wir haben die Erlaubnis, Bodendenkmal ist hier keines. Deswegen mega interessant die Fläche. Vielleicht finden wir ja eine Muskete aus der damaligen Zeit oder nicht. Mal gucken, ich bin mega gehypt auf die Fläche. Den Goldring haben wir mittlerweile abgegeben übrigens. Bislang haben wir noch nicht die Rückmeldung bekommen, dass ihn jemand abgeholt hat. Vielleicht haben wir da gute Chancen, dass wir den zurückbekommen. Genau. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich ziehe mich jetzt um und dann legen wir gemeinsam los. Viel Spaß bei der Folge. So Leute, nächster Wert. Das ist ein schöner 84er, 85er Wert. Ist direkt hier. Schauen wir mal. Ja? Okay. Aber interessant, also Wert ist auf jeden Fall schon mal gut und reinkommen tut sie auch und es ist ein bisschen tiefer. Ja. Und ist auch schon unser erster Fund. Es ist unsere erste Musketenkugel, schon mal ein gutes Anzeichen. Ja, total verdreckt, das Teil ist natürlich aus Blei, aber das Teil ist total verdreckt. Ja, Musketenkugelfund. Es fehlt nur noch die Muskete dazu. Das ist ein 82er Signal, direkt beim Efeu. Schauen wir mal, was denn das ist. Hoppa. Ja. Okay, hier ist es. Ja. Ja, noch ein bisschen tiefer. Okay, jetzt steigt natürlich die Spannung. Was wird jetzt hier aus dem Boden kommen? Ich hoffe doch mal was Gutes. So. Ja, hier ist es. Ui, es ist groß. Es ist größer, Leute. Es ist groß. Hier ist es. Ui. Ui. Hä? Ist das eine Suppenkelle? Es ist hohl. Okay. Sieht ja mal interessant aus. Ich zeige euch das mal nach. So Leute, direkt hier beim Lost Place kam dieser Fund. Also ich denke mal, das ist eine Suppenkelle. Sieht cool aus. Oder so eine Feuerschale, so eine kleine. Könnte auch sein. Ja Leute, nächster Fund. Mega interessant. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Keine Ahnung. Ist es eine Suppenkelle? Sieht irgendwie schon so aus. Oder ist es wirklich sowas gewesen, so eine Feuerschale? Weil hier ein Loch drin ist, hier ist ein Loch drin. Ja, es könnte echt sein. Hier sind auch Löcher drin. Interessant auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Nächster Fund. Ich habe ein bisschen drin rumgewühlt schon im Loch und habe es rausgezogen, weil ich mir gedacht habe, das muss ich nicht zwingend aufnehmen, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem schnell. Es sind drei Patronenhülsen aus einem Loch. Alles WW2 Patronenhülsen. Also keine Jägerpatronen. Ja, anscheinend war hier auch ein bisschen Zweiter Weltkrieg. Mal gucken, was uns hier noch so erwarten wird. Der Wald ist echt extrem spannend. Das ist brutal. 80, aber ein schönes 80er Signal. Gefällt mir an sich. Ich habe eine Vermutung, ich hoffe, dass es einfach was anderes ist, aber wir gucken jetzt einfach gemeinsam mal. Ja, es ist meine Vermutung. Es ist die nächste Patronenhülse aus dem Zweiten Weltkrieg. Nummer 4 heute schon, ey. Das ist der Wahnsinn, wie viel das hier rumliegen. Boah, Leute, hier sind so viele Pilze in dem Wald. Ich sehe nur noch Pilze. Aber hier haben wir noch ein schönes Signal. Jetzt habe ich vor lauter Pilze die Signale überhört. Aber nee, das haben wir gerade noch erwischt. Das ist ein 80er Wert übrigens. Wir gucken mal, draußen haben wir schon. So, die Münzen bleiben heute noch aus, genauso wie die Knöpfe. Aber im Wald kann man das pauschal nie sagen, dass der ganze Wald deswegen bescheiden ist. Aber schon wieder die nächste WW2 Patrone. Ja gut, nehmen wir mit. Aber mal gucken, wenn im Wald was kommt, ist was Geiles. Mal abwarten. So Leute, wir sind ja heute eigentlich mit dem Metalldetektor unterwegs, um eben auch metallische Objekte zu finden. Aber heute, da ja momentan Pilzzeit ist, haben wir auch viele schöne Pilze hier. In dem Fall einen Riesenschirmpilz, sogenannten Parasol.
Der ist hier überall verbreitet. Ich sehe gerade, hier sind ohne Ende Parasol. Hier hinten ist auch ein schöner großer. Da ist ein schöner großer. Schön. Mal gucken. Vielleicht gehen wir heute auch noch und nehmen ein paar Pilze mit. Die kann man gut essen. Sind sehr, sehr lecker. Vor allem paniert. Richtig geil. So Leute, nächster Fund, Sichtfund im Wald, ist hier. Seht ihr es? Ich glaube, es ist eine Schubkarre, aber eine relativ alte. Ja, absolut. Ja, krass. Und das liegt hier einfach mitten im Wald. Ist ja im Laufe der Jahre ganz schön verwurzelt, aber interessant. Es liegt einfach hier rum. Krass. Ja, der Wald ist einfach mega spannend. Ich glaube, wir werden hier noch sehr oft kommen. Einerseits natürlich wegen den Musketen, weil es interessant ist. Andererseits wegen den ganzen Funden von heute, wo mich ein bisschen irritiert haben. Ja, mal schauen. Aber der Fund einfach mitten im Wald. Ein Schubkarren. Cool. Kann man machen, oder? Spannend. Nächster Wert ist hier. Wieder so ein 82er, 83er Wert. So. Mal schauen. Hier in der Mitte müsste der Fund liegen, deswegen steche ich das so schön aus, weil das Suchgerät mir eigentlich genau gezeigt hat, dass wir hier richtig sein müssten. So, mal schauen. Es ist noch tiefer. Wir kriegen es nämlich noch nicht rein mit dem Pinpointer. Okay, das ist aber schon mal ein besseres Zeichen, weil die meisten Patronenhülsen relativ weit oben gelegen sind. Vielleicht kommt jetzt was anderes. Oder ich habe es einfach schon rausbefördert und habe es mit dem Pinpointer nicht reinbekommen. Das könnte ja auch sein. Ja, genau so ist es. Ah, es ist was anderes. Es ist eine Musketenkugel. Leute, die zweite Musketenkugel des Tages. Tada! Jawohl. Der nächste Fund mit dem Metalldetektor, ich habe schon rausgeholt. Es ist tatsächlich eine Zigarillo-Verpackung von Clubmaster. Ich ziehe mal schnell die Handschuhe an. Interessant. Sieht auch relativ alt aus eigentlich, so vom Style her. Aber sehr, sehr interessant. Aber drin ist, glaube ich, nichts mehr. Ja. Mancher Müll entpuppt sich manchmal als wahren Schatz. Ich hatte ja schon mal so eine Zigarillo-Packung vom Jahr 1943 oder 44 und das war tatsächlich eine Rarität damals, weil es eine sehr seltene Verpackung war. Also die wurde sogar noch gut gehandelt. Aber die sieht eigentlich schon relativ, ja, es ist schon moderner, auf jeden Fall. 20 Zigarillos steht drauf. Sumatra. Cool. Jawohl, nehmen wir mit. So, jetzt wird es interessant. Es ist ein 73er Signal. Vielleicht kommt jetzt unsere erste Münze. Neben dem ganzen Müll, was wir heute schon rausgezogen haben. Obwohl, es waren auch ziemlich viele interessante Funde bis dato jetzt schon dabei. So, ja, es ist hier, ja, es ist eine Münze tatsächlich. Es ist klein, es ist rund und es ist eine Münze. Unsere erste Münze des Tages. Wir schauen sie uns an. Und hier sehen wir sie sogar schon. Das ist eine Münze, ein Pfennigstück. Interessanter Fund, gefällt mir sehr gut. 1924, glaube ich, steht drauf. Ihr seht auf jeden Fall ein Bild. Schöner Fund. Erster Münzfund im Wald heute. Perfekt. Tag 2 und wir sind auf einer sehr interessanten Fläche unterwegs, auf einer Wiese, sehr interessante Wiese. Dort haben wir bereits NSDAP-Abzeichen gefunden. Ohne Ende Silbermünzen sind hier gekommen. Sogar der ein oder andere Goldring war hier auch schon dabei. Ich bin sehr gespannt auf die Fläche. Es kommt gefühlt jedes Mal was Neues und jedes Mal ist was Spannendes dabei. Vielleicht ist es heute auch so. Ich hoffe es. Wir sehen uns gleich beim ersten Fund. So Leute, erstes Signal, ich habe schon angestochen, ist ein 83-84er Signal. Ja. Ist interessant. Schauen wir uns mal an. Und es ist rund. Leute, unser erster Fund ist schon eine Münze. Die gucken wir uns mal im näheren Zustand an. Und hier haben wir sie. Durch wunderschönen Boden, der sehr sandhaltig ist, haben wir eine sehr, sehr schöne Münze hier. Deutsches Reich 1908, 2 Pfennige. Jawohl. Nehmen wir mit oder schmeißen wir runter, kann man sich jetzt noch aussuchen. So, Rückseite sieht auch sehr, sehr geil aus. Jawohl, schöne Münze, guter erster Fund. Nächster Wert müsste hier irgendwo sein. Ja, hier ist es, glaube ich, irgendwo drin.
War an sich kein schlechter Wert, war ein 74er Leitwert. Aber wo ist es? Versteckt sich die ganze Zeit vor mir. Hat Angst? So. Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Hier versteckt es sich. Oh, es ist was Gutes. Es ist was sehr, sehr Gutes tatsächlich. Jawohl, heute Morgen habe ich mir die Münze tatsächlich erst noch in meiner Vitrine angeschaut. Und jetzt finden wir tatsächlich noch so eine. Sehr, sehr geil. Ich zeige sie euch. Und hier ist sie auch schon. Es ist einfach ein Regensburger Heller. Und sogar ein sehr, sehr, sehr alter. Es steht 16 links auf der Seite und rechts 90. 1690. Eine Münze von 1690. Ein Regensburger Heller. Wie wild ist denn diese Münze bitte? Oh mein Gott. Und jetzt seht ihr auch gerade, wie sich die Farbe verändert, weil jetzt gerade Luft dazu kommt. Wir konservieren die später auf jeden Fall gleich wieder, dass da die Oberfläche nicht beschädigt wird. Aber schaut euch diese Münze mal an. Geil. Geil. Hat sich heute schon wieder gelohnt, daher zu gehen. Hammer Sache. Geile Münze. Der Fund, es ist was. Ich dachte Müll, aber nein, es ist doch kein Müll. Es ist tatsächlich ein Fund, der nächste. Das nächste Signal. Und es ist tatsächlich ein schöner Knopf. Aber es ist nichts drauf auf dem Knopf. Es ist ein Blankoknopf. Und hinten ist die Öse noch drin. Perfekt. Was will man mehr? 71er Signal. Gucken wir mal das an. Müsste wieder was Gutes sein. Ich erwarte mir jetzt eine Münze, oder ich würde mich freuen über eine Münze, sagen wir mal so, erwarten tue ich mir natürlich immer nur das Beste. So, naja, hier ist es ist draußen. Naja, wo piepst denn? Naja, hier, und es ist rund. Die Erwartung wurde befriedigt. Es ist tatsächlich eine Münze. Und hier ist sie auch schon. Es ist ein Einpfennigstück. Davor haben wir ja zwei Pfennige gefunden. Hier ist mal wieder eins von 1875. Man sieht gerade richtig schön, wie sich der Farbton verändert. Hier die Rückseite. Ja, ein bisschen dreckig, aber ist auch wieder eine sehr, sehr, sehr schöne, elegante Münze. Geile Nummer. Jawollo! So, 50, 51. Gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, es ist draußen, es ist hier. Wo versteckst du dich denn? Ja, hier schlägt es an. Oh, es ist wieder rund. Es ist schon wieder rund. Nicht jetzt, oder? Ist es Silber? Jetzt kann man. Bitte, ist es Silber? Ist es Silber? Ist es Silber? Hä? Was ist denn das für eine Münze? Okay. Komisch, ich zeig's euch. So Leute, hier die nächste Münze. Silber ist es nicht, aber hier steht auf jeden Fall in Klammern eine 2. Es könnten sich tatsächlich hierbei um 2 Kreuzer handeln. Aber die ist komplett abgenutzt, die Münze. Komplett hinüber. Schade, das wäre jetzt mal eine richtig besondere, glaube ich. 1755 steht drauf und in Klammern eine 2. Also 1755 und in Klammern eine 2. Was könnte das sein? Wenn ich es rausgefunden habe, seht ihr auf jeden Fall links ein Bild. Aber sieht interessant aus. Ab ins Coinpad damit und dann gucken wir, was der Tag noch so bringt. So Leute, ich hoffe, die kurze, knappe Folge hat euch gefallen. Zuerst waren wir ja im Wald unterwegs. Da waren wir ja eigentlich auf der Suche nach einer Muskete. Schlussendlich haben wir doch ziemlich viele Patronen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und ein paar Musketenkugeln. Ansonsten mal gucken, die Wiese war jetzt tatsächlich sehr erfolgreich, sehr vielversprechend. Wie gesagt, hier wurde schon mal ein NSDAP-Abzeichen gefunden. Ich denke, dass hier noch weitere interessante Funde kommen werden aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch älter wie zum Beispiel dieser Regensburger Heller, den wir gefunden haben, von 1690. Absoluter Knallerfund heute. Geiler, geiler Fund und vor allem der Haltungszustand auf dieser Wiese ist einfach ein Traum. Ja, ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schaut gerne bei dieser Folge vorbei. Empfehle ich euch, lege ich euch ans Herz, wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, pfiat euch und Servus! Hui!